Wie bewegst du dich? Das hast du nicht gesehen. Schade, ich dachte, da würde Loot liegen. Aber da liegt Loot. Weißt du nicht, kommt er jetzt wieder hier zurück? Nö. Tschüss. Ja gut, ein Opfer, hey. Ein Opfer mussten wir leider... Hier runter. Tut mir leid. Okay. Ich glaube, wir sind auch selber schuld gewesen. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Ja, okay. Kam noch nicht mal das Geräusch, dass er mich sehen würde. Schaffst du's? Ja, wir sind wieder. Ach du Scheiße. Sie beschütze uns. Yara, wir müssen hier weg. So nice. Weiße, was tust du da? Aber wie kann Isaac eigentlich angreifen? Er hat ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe wie kann... werden wir überleben. Haltet mal die Schnauze ein. Wie kann Isaac angreifen, wenn sie gar keine Boote hatten eigentlich? Weil, das war knapp. Tommy kam ja dazwischen. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte da vorne ab. Ja. Oder? Am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Ihr habt überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Ja, wait, ich geh mal gucken, ob da Loot ist. Mit einer Vorräte und Loot. Okay. Verstehe ich nämlich jetzt nicht. Eigentlich dürfte Isaac gar keine Boote haben. Der Typ war doch da, um die Boote zu holen für den Angriff. Was ist das? Benjamin, alles okay. Jared, Jagdtrupp ist ins Wolfsgebiet aufgebrochen. Sonst keine Vorkommnisse. Celia, alles okay. Sie beschützt uns. Thomas, der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm. Aber bisher keine Anzeichen von Wolfaktivitäten an ihrem Ufer. Ansonsten nichts zu berichten. Sie führe uns. Mary, einzelnes Wolfboot auf dem Kanal gesichtet. Aber keinen Alarm ausgelöst. Der junge Maxwell soll die Ältesten informieren. Sie führt sie. Peter, alles okay, Seraphitensymbol. Benjamin, habe sich Kontakt zum Jagdtrupp. Sie sind auf dem Rückweg. Die Farmer haben das kontrollierte Feuer im Wald entfacht. Wolken am Horizont, sie schütze uns. Alles okay. Wer auch immer das geschrieben hat. Celia. Celia, leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fischerboote sind früh zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Thomas, starker Regen, schlechte Sicht. Wolfs, mehrere Boote nähern sich an der Ostküste. Ich löse Alarm aus, die Schütze. Ist halt ein Benjamin, der hat da ein bisschen was reingeschrieben. Deswegen hörst du deinen Namen. Oh, Wolf. Hi. Ja. Du willst also da lang? Ich will hier lang. Ist immer so viel Loot. Was ist hier los? Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren. So sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war, aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gäberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat. Also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemandem versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder in den Wald verschwunden.
In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin. Und jeder Kummer war wie weggeblasen. Ja, wie cute. Oh, ich habe Pfeile voll. Wow. Amazing. Oh. Au. Was kann ich hier machen? Ja, erstmal 30 Jahre später. Oh. Meinst du, dass der Benny auf die Schütze uns reagiert? Ah, ich glaube eher auf das Benjamin. Nee, die wollte ich gar nicht. Cool. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Na klar, ein bisschen hier schrauben, ein bisschen da schrauben. So, jetzt haben wir aber nichts mehr. Niemals. War es auf die Schütze uns oder Benjamin? So, fertig. Wir haben nichts mehr. Ja gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Wasser, aber hey. Ist egal. So. Wir haben alles gelootet, ne? Okay. Oh, kommen jetzt wieder diese lustigen Zettel. Oh, cool. Bitte beschütze ihn. Oh, nur einer. Ja, mir liegt es auch die ganze Zeit auf der Zunge, Alex. Ich will es die ganze Zeit sagen, aber ich lasse es. Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören? Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves abgestachelt wurden. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wir ehren Henrys Märtyritum, ich kann es nicht aussprechen, indem wir uns wie er um Moira kümmern, aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Ach schade, ich mache jetzt kein was Lustiges. Mann. Ich wollte was zum Lachen. Bin ich kein Zettel zum Lachen? Ach, Mann. Macht mich jetzt traurig. Entschuldigung. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Keine Verstecke. Okay. Wo dann? Rede mit mir. Führe mich. Hier lang? Okay. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Gehen wir. Was ist
mit dem Ohrenturm? Space Needle? Was? Ja, ich sehe ihn. Lauf darauf zu. Flüster ein bisschen lauter, ich höre dich so schlecht. Was für ein hoher Turm. Seht ihr den Turm? Ah, okay. Hab den Turm gefunden. Jo, weißt du was? Ich bin eins mit dem Gemüse. Ist es wahr? Sind es so viele Wolves? Ja. Wie konnten wir das zulassen? Wenn jetzt das Feld abfackeln, dann habe ich ein Problem. Ich würde ja gern looten. Mir tut das Herz weh, dass ich da jetzt nicht loote, aber ich will hier eigentlich keinen töten. Munitionsverschwendung. Heute habe ich mal die Stimmung, ich will keinen töten. Man kann sich das hier wieder ändern. Wir machen uns verrückt. Die Wurzeln können nicht so weit vorgedrungen sein. Und wenn du dich irrst, ich schütze uns. Warte mal. Da. Da. Hinter das Haus. Ich sehe nichts vor lauter Gemüse. Kann ich nicht. Du siehst mich nicht. Ich sehe nur Loot. Entschuldigung. Da war Loot. Was? Oh. Wow. Dort rechts. Hey. Mal lange zu vermöbeln. War doof. Gewehr! Links von dir! Ich wollte keinen töten. Da hat sich doch gerade jemand unten bewegt. Du siehst mich nicht. Nee, ich will nicht. Geh weg. Dort links! Nahkampfschwulle. Geh weg! Au. Ach ja, stimmt. Das war die dreimal zuschlägt, ne? Izzy und kann töten. Ich merke das gerade. Ich hab's versucht. Tut mir leid. Die wollten nicht hören. Da vorn! Er hat ein Gewehr! Na komm. Na komm. Alter, stirb leise. Ich weiß, dass du da bist. Danke. Danke fürs Rauskommen.
Fuck. Mann, ich wollte doch gar keinen töten. Warum stand die auch dahinter? Wieso? Das war voll fies. Warum habe ich eigentlich nie eine Nahkampfwaffe? Abwechseln. Lol, ich hätte es gar nicht herstellen brauchen. Aber hey, wir können looten. Hat doch einen Vorteil. Wieso sieht nun mal kein Töten bei mir aus? Das stimmt gar nicht. Ich habe es wirklich versucht. Ich stand nur da so kacke. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da einer steht. Er hat noch alle Fackeln. Nur auf die Fackel geachtet. Okay, ich glaube, wir haben alles. Waren alle? Es waren aber dann gar nicht so viele hier. Hier irgendwo rein. Das Licht, da komme ich doch bestimmt rein. Natürlich. Vor allen Dingen, was für Opfer, die hat angefangen. Nicht da, die sehen uns. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Ja, ist klar. Sollte es einfach gar nicht erst versuchen mit keinem Tür, glaube ich. Einfach wie Rambo durchlaufen. Alles töten. Aber ich will es, wenn dann wenigstens Sneak. Gut, ich nächstes Mal versuche ich es wieder Sneaky. Also Sneaky alle töten. Keinen am Leben lassen, aber wenigstens Sneaky. So wenig Munition wie möglich zu verschwenden. Ich glaube, dieses Achievement. Kann ich reden, ich bin müde. Würde ich niemals schaffen, dieses, was du geschrieben hattest, von wegen. Ich glaube, Alex, du warst das, gell? Mit dem Achievement, dass man keinen getötet hat. Ich glaube, das würde ich niemals hinkriegen. Müsste ich so oft neu laden, weil ich irgendwie erwischt werde. Nee, ich kann gerade nicht. Jo. Ich muss irgendwie jetzt gerade an The Witcher denken. Komm, Schäfchen, hier, Schäfchen. Oder Hü, Schäfchen. Ja, der Geralt. Nur mit ihr reden.
Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie... Sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich hab sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich will hier weg. Ja, ich auch. Komm. Hey, Kleine. Na los. Yara, ich hätte nie... Ist okay. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Oder das Spiel ist schon ein bisschen brutal. Nur ein bisschen. Was lachst denn du so, Benny? Auf geht's. Was ist los? Wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusche. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Aber es ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Und voran. Ja, Benny, da habe ich was dagegen. Ihr sollt heulen. Alle sind weg, um gegen die Wolves zu kämpfen. Ja. Ist doch gut für uns. Keiner, der nervt. Kiddies, wartet mal kurz. Ich muss hungern. Hat jemand Hunger? Da. Was macht dein Arm? Ihm geht's gut. Immer müde. Yara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist dir das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Sie führt uns. Straße runter. Los, rein. Schnell. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, ob hier Loot ist. Okay, das sind dann die Wolves. Wait. Du siehst doch, dass ich erstmal looten muss. Hier klingt's überall so schön. Okay. Bin ja schon da. Lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Werf. Abby. Hier lang. Okay. Oh. Taschenlampe ist jetzt keine gute Idee, glaube ich, oder? Sehen die doch bestimmt.
Können wir die umgehen? Ja, wir gehen woanders lang. Ja, sobald ich fertig bin. Überall Gegner. Ich tue erstmal in Ruhe looten. Gasse auf der anderen Seite. Los. Sofort. Mein Gott, die macht so einen Stress, die Frau. Was. Ja, und gute halt, Gerd. Yara. Gut, ihr das. Hier lang. Hab eine! Yara! Abby! Yara! Yara, steh auf! Schüsse, na los! Yara, bitte! Lev, wir müssen weg. Nein! Na los! Nein! Ich sehe jemanden! Ich lasse sie nicht hier! Zurück! Waffe weg! Los! Oh, Scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Das geht nicht! Wir müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Hey, und deine Scheißleute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Wie viele Stunden Spielzeit haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? Ich frag nur so, weil irgendwie gefühlt jeder stirbt. Nimm mit, was du kannst. Was zur Hölle? Alles, was ich brauche. Alter. Ah, da müssen wir rein, ich sehe schon. Abby? Komm schon raus, Abby. Bringen wir es hinter uns. Das könnten sie gewesen sein. Komm mit. Das war unfair. Scheiße.
So. Der andere ist auch tot. Okay. Hast du gut gemacht. Lul. Voll gegen das Ding geschossen. Was soll denn das? Auf der Switch? Da zocke ich ja keine Shooter und nichts eigentlich.